Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Burnout Paradise. Wahrscheinlich letzte Folge, so wie es aussieht. Krass eigentlich. Ja, wir werden uns heute noch die letzten zwei, glaube ich, waren es, Autos abholen. Die wir noch so offen haben und, ja, dann sind wir durch. Ja, genau, nur noch zwei Autos. Hier, den Takedown 4x4 und den Carson 500 GT. Krass. Dann sind wir mit dem Spiel durch. Gut, und wir haben noch diesen Hunter Citizen. Mit wo ich noch nicht genau weiß, was mit dem auf sich hat. Da können wir aber erstmal gucken, hat der noch eine Spezialversion? Weil die müssen wir uns natürlich auch noch holen. Der hat eine Spezialversion. Okay, das wird heute eine lange Folge. Alles klar. Boah, der ist auch cool. So ein Dodge Charger oder so. Ich weiß gar nicht, dass die... Also gut, ich wusste auch gar nicht, dass es den im Spiel überhaupt gibt, aber ich habe nicht gedacht, dass die jetzt noch eine Spezialversion haben. Ja. In der letzten Folge sind wir themenmäßig stehen geblieben bei einem neuen Projekt. Also beziehungsweise was das neue Projekt eben sein wird. Ich habe jetzt natürlich noch nicht eure Kommentare gelesen, weil das ist halt direkt danach. Und ja. Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch irgendwelche anderen Spiele wüsste, die man noch so spielen könnte. Nächstes sieht Underground 2 hatte ich kurz auch in Überlegung. Das möchte ich aber zurzeit noch nicht spielen, weil der Lukas das gerade spielt, also der LPN. Und ich weiß nicht, wenn irgendwie das, wenn man das so parallel macht, ist irgendwie doof. Also gut, ich muss dazu sagen, ich kenne ihn nicht persönlich und so. Deswegen, ich nehme auch von Anfang an, er hat nichts dagegen, wenn so ein Mini-YouTuber wie ich es jetzt auch spielt, aber. Oder eher, ich glaube, er hat auch nichts dagegen, wenn irgendein anderer YouTuber das an sich spielt, aber naja. Aber ich möchte das nicht so mit einem anderen großen deutschen YouTuber irgendwie. Also, mit einem anderen großen deutschen YouTuber, weil ich auch ein großer deutscher YouTuber bin, auf jeden Fall. Nee, ich möchte nicht, ich fände es vielleicht ein bisschen cool, wenn wir sowas machen würden, was nicht ganz so viel Zeit gespielt wird und so. Ja. Also, das ist erstmal so ein bisschen außen vor. Können wir ja vielleicht irgendwann anders nochmal spielen, so ist ja nicht. Ansonsten Need for Speed, ich würde an sich ziemlich gerne Need for Speed Shift wieder spielen. Problem dabei ist, das kriege ich Zeit nicht zum Laufen, weil Windows 10, ich glaube, der Bruce Sidewinder weiß, warum ich es wahrscheinlich nicht spielen kann. Ich sage nur Windows 10 und Kopierschutz, aber gut. Ups. Einmal hier rum. Gut, wir haben unser Polizeiwagen schon ziemlich kaputt gemacht. Ja, aber da werde ich an sich auch noch versuchen, das mal wieder zum Laufen zu bringen. Das wäre auch eine Idee, was man mal spielen könnte. Weil es auch wieder so ein bisschen mehr direkt auf Rennen bezogen und so ist. Das wäre ganz cool. Weil ansonsten bis auf nach Forza Motorsport 7, was ja dieses Jahr rauskommt, hätte ich jetzt keine Idee, was man mal in die Richtung noch so spielen könnte. Ich meine, es gibt schon noch so ein paar andere Spiele, die man so spielen könnte, zum Beispiel Grid Autosport, aber da ist die Karriere nicht ganz so geil und ja. Ne, so viel gibt es eigentlich gar nicht in der Richtung. Alles andere geht dann halt eher in diese extreme Richtung, in so wirklich Simulation und so. Und da fehlt mir leider das Lenkrad, um das zu spielen. Ich würde es unglaublich gerne mal spielen, so diese ganzen Simulationen und so, aber so ein Lenkrad kostet halt. Und ja, ich bin arm. Nee. Das wird auch noch kommen, das Lenkrad, so ist nicht. Spätestens mal, wenn ich dann mal in der Ausbildung bin, weil ich habe vor, wenn ich mit dem Abi fertig bin, erstmal eine Ausbildung zu machen. Dann habe ich auch ein bisschen Geld und ja, dann kann man ein bisschen was in eigenes Auto und in ein bisschen Hardware investiert werden. Wird auf jeden Fall noch lustig. Hier, wir haben ziemlich viel Zeit verplempert. Wir müssen hoffen, dass wir es noch schaffen. Müssen wir uns mal ein bisschen sputen. Ein bisschen ist es nämlich noch. Wir haben nur noch 20 Sekunden.
Oh ja, der Counter läuft schon runter, aber das sollten wir trotzdem schaffen. Jo. Ging noch. Alles klar. Bei dem bin ich echt mal gespannt, was die Spezialversion wird. Vielleicht so eine Undercover-Version oder so? Also so ohne Polizeilackierung. Bei Burning Wood Erfolgen wirst du mit neuen Wagen belohnt. Wow. Dieses Mal steht der Hunter Civilian am Schrottplatz bereit. Okay. Das ist krass. Das ist krass, okay. Also mit sowas hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Wow. Cool. Holen wir uns den mal ab. Fährt auch gerade was auf. Ich frage die ganze Zeit, ob es da noch mehr Autos und so gibt. Wir können auch einfach in der Autoliste gucken, was da für eine Zahl steht. Wie viele Autos es noch zum Freischalten gibt. Das wäre eine Idee. Aber nee. Auf sowas kommt der Marcel ja nicht. Boah, es kann gut sein, dass es eine echt lange Folge heute sein wird. Aber gut, ich habe ja nicht mehr das Problem mit Internet, dass es lange dauert zum Hochladen. Ein Glück. Das war immer ätzend. Ja, und mittlerweile kann ich die Videos auch unkomprimiert mal hochladen. Und also komprimiert wird es ja an sich durchs Rendern, aber eben ohne nochmal zusätzlich komprimiert zu sein. Haben wir eine 0,5 auf der Seite, okay? Sind wir für ein LPN unterwegs oder was? Boah, das war schon krass. Er ist richtig auf Rennen gemacht. Achso, nee, wir wollten erstmal gucken. 56? What? Da sind auch so viele Autos? Also, jetzt bin ich... Okay, das wird heute... Oh, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Das Problem ist... Ich weiß noch nicht, ob das die letzte Folge wird. Weil ich eben nicht weiß... Ah, wie mache ich das jetzt? Na gut. Ich würde sagen, wir machen einfach erstmal weiter. Reparieren den mal. Oh, der ist aber auch cool. Den Spoiler so hinten nochmal so befestigt. Hat der einen Überrollkäfig? Ah, Tür, geh mal auf. Nee, ist noch standardmäßig drin, okay. Dafür aber einen fetten Diffusor. Handling ist trotzdem nicht so viel besser geworden. Kommt mir sogar eher noch träger vor. Das kann mich auch täuschen. Oh. Oh ja, Also der sieht echt geil aus. Ich glaube, der kommt auch aufs Thumbnail. Das machen wir so irgendwie. Ja, das ist geil. So, ja. Wollen wir den nochmal fahren? Ach komm, fahren wir den nochmal. Der ist echt zu cool, als dass man den nicht fahren müssen. Also nicht fahren können müsse, was? Okay, dann wird es heute auf gar keinen Fall die letzte Folge, weil sonst wird es halt echt zu lang. Das wundert mich jetzt aber echt. Ich wusste echt nicht, dass es danach noch so viele Autos gibt. Na gut. Andererseits gab es auch immer noch so ein paar Autos, die man in den Rennen nicht kannte. Das stimmt schon, ja. Ich glaube, den wir gerade fahren, ist das nicht auch das Auto, was teilweise einem bei Marktman eben versucht auszuschalten? Kommt mir bekannt vor. What? Das war schon total schade, okay. Na gut, wir sind in World Rage, da ist das Schadensmodell immer etwas penibler. Könnten mal ein paar Autos kommen, die ich danke. Na gut, wenn die sich alle selbst ausschalten. So, endlich mal. So. Muss mal ein bisschen aufräumen, damit wir das Ziel auch erreichen.
Sehr schön. Boah. Ist mir etwas zu träge. Oh Gott. Das war etwas zu wild. Oh. Okay, da hatten wir Glück. Da hat sich das Spiel mal gedacht, ne? Die Physik setzt mal aus. Oh, sehr schön. Jetzt räumen wir auf. Oh Gott, oh Gott. Ah. Ey, komm. Ah, ich hab noch... Was? Warum kommen wir dafür kein Takedown? So, geht doch. Warum war der... Habt ihr das gesehen? Der war in der Tür grün. Und warum ist der uns gerade entgegengekommen? Das war leicht creepy. Wenn so ein Van einem entgegenkommt, ja, das könnte lustig werden. Das möchtest du auf der Landstraße nicht erleben. Das sah auch schön aus. Schön im Pfosten gewickelt. Ja, tatsächlich, der ist grün. Kann man das umlackieren oder so? Wäre natürlich lustig, wenn in echt haben ja Polizeiwagen auch immer nur eine Folierung. Dass die... Ja gut, aber normalerweise ist das eine Teilfolierung. Macht keinen Sinn. Dann haben die eine Vollfolierung. Kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollten sie eine Vollfolierung haben? Ich meine, ein schwarzes Auto verkauft sich ja ganz gut. Bei Taxis macht Sinn, wenn die voll foliert sind, aber nicht bei Streifenwagen oder so. Also es gibt irgendwie den Farbcode, den die brauchen, nicht, aber das bezweifle ich. Oh, ja, natürlich. Oh, das ist schlecht. Weit und breit, scheiße, weit und breit ist keine Werkstatt. Lenk! Auto, bitte! Sag mal... Also so gut für World Rage ist da auf gar keinen Fall unser Dodge Charger-Verschnitt. Aber cool, da haben wir in dem Spiel einen Dodge Charger-Verschnitt und einen Camaro-Verschnitt. Also von der neuen Generation meine ich jeweils. Waren es eben zwei Takedowns auf einmal? Okay. Nehme ich mal hin. Komm. Komm, komm, komm. Einer noch. Yes, sehr schön. Haben wir es geschafft. Auch ohne reparieren. Ich habe natürlich auch wieder keine Uhr mehr nebenbei. Was ich aber bald auf jeden Fall ändern wird, weil ich habe mir endlich mal das Kabel bestellt, damit ich meinen zweiten Bildschirm wieder benutzen kann. Es wird auf jeden Fall dann deutlich angenehmer sein, wieder so aufzunehmen. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie die ganze Zeit drauf gewartet, mir dieses Kabel zu holen. Genau, warum ich gewartet habe, weiß ich auch nicht. Ich glaube so ein bisschen auch, weil ich mich nicht so sehr vom Abi ablenken wollte. Aber naja, bin ja jetzt schon relativ lang mit der neuen Grafikkarte unterwegs, deswegen. Naja, keine Ahnung. Aber bin jetzt auch auf jeden Fall froh, dann wieder einen zweiten zu haben. In Kürze. Oh. Oh, wir räumen richtig schön auf, sehr schön. Ich bin gerade im Überlegen mit unserem... Oh, okay. mit meinem neuen Design vom Kanal Maskottchen. Ob ich da noch irgendwas ändern muss.
Stimmt, das Thumbnail vom TDT muss ich noch ändern. Aber ansonsten. Also natürlich nicht die alten Thumbnails, die lasse ich jetzt erstmal so. Aber eben die Vorlage für die Thumbnails muss ich noch ändern, ja. So seid ihr 0, nichts bei der Lone Stallion Ranch. Das war DJ Atomica auf Fresh. Boah, der sieht echt geil aus. Also das Design ist echt mal richtig cool gemacht. Und wie gesagt, wir sind so ein bisschen im Auftrag vom LPN. Er weiß zwar nichts davon, aber ich mach's einfach mal, gell? So ein bisschen Kanalwärme kann ja auch nicht schaden. Nee, der LPN, boah, den schaue ich auch schon lange. Den schaue ich seitdem er auf seinem ersten Kanal damals. Also das ist jetzt halt sein zweiter Kanal, weil er den. Warum muss der nochmal den anderen aufgeben? Ich glaube, es hatte irgendwas mit seinem Netzwerk oder so zu tun. Also auf seinen ersten Kanal, ich glaube, der hatte damals 3.000 oder 4.000 Abos oder so, wo ich angefangen habe, ihn zu schauen. Krass. Mittlerweile hat er wie viel? 170.000 oder so? Nicht schlecht. Gut, er ist kein YouTuber, der irgendwie komplett von jetzt auf gleich Abos bekommen hat. Es war eher so ein. Das ist halt. Mit der Zeit wurden es halt immer mehr. Aber ja, ich schaue ihn immer noch gerne. Es gibt viele, die sagen, so die seinen Stil nicht so sehr mögen, aber ich schaue ihn noch ganz gerne. Jo. Weil noch damals in Anführungszeichen entdeckt, das klingt immer so komisch, habe ich ihn durch den Holger, durch den Metroid Gamer, weil er dort bei der Folge mitgemacht hat von GTA 4. Ja. Auch schon so dermaßen lange her. Mann, ich bin alt geworden. Okay. So. Machen wir die beiden jetzt noch heute? Wisst ihr was? Wir machen das so. Ich mache jetzt erstmal einen Cut für die Folge. Das war dann heute wahrscheinlich eine sehr ziemlich kleine Folge, aber naja, ist halt mal so. Ich mache jetzt erstmal einen Cut, nehme dann gleich aber nochmal eine Folge auf. Schaue aber in der Zwischenzeit erstmal, ob man die restlichen Autos, ob das irgendwie DLCs waren oder ob man die wirklich noch freischalten muss und so. Damit ich entscheiden kann, ob wir wirklich noch weitermachen oder ob wir dann Schluss machen mit dem Projekt. Ja, genau. Deswegen würde ich sagen, war's für die Folge. Wie immer, wenn euch das Spiel gefallen hat, das Spiel und die Folge, genau das wollte ich eigentlich sagen, würde ich mich sehr über eine positive genau, alles klar. Bis dann, euer Tier 15 AK, der Fossi Bär. Mein Gott, ich kann nicht reden. Tschüss.